Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Also ich habe keine Ahnung, wie viele, wahrscheinlich 1000 Pakete ich von Amazon schon bekommen habe, aber irgendwie schaffen sie es doch dann, mich jedes Mal wieder aufs Neue zu überraschen. Weil ganz ehrlich, Amazon, was ist das? Ich hatte das original noch bei keiner einzigen Amazon-Bestellung, die ich jemals getätigt habe. Weder beim deutschen Amazon noch beim internationalen Amazon, wobei es dort ja fast noch irgendwie nachvollziehbar ist. Aber das ist doch eher ein Lieferschein für Internationales und normalerweise hat doch Amazon, also bei mir in letzter Zeit sowieso ganz selten, irgendwelche Rechnungen in ein Paket gepackt und wenn, dann waren die drinnen, aber ein Lieferschein, der tatsächlich noch einmal in einer extra Plastiktasche außen drauf biegt, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt weder wie ökologisch noch wie ansatzweise sinnvoll. Das ist vor allem, wenn es sich offensichtlich um eines von diesen, wie soll ich sagen, vorverpackten Dingen bei Amazon handelt, wo nämlich hier tatsächlich der Inhalt von dem Paket frei lesbar für alle auch schon außen aufgedruckt ist. Ja, das macht alles irgendwie so gar keinen Sinn. Aber gut, wenn Amazon dieses Teil bereits quasi vorher in diesem Karton abgelegt und gesichert hat, dann könnte man ja vielleicht sogar annehmen, dass da irgendein besonderer Schutz drinnen ist und dieses Teil vielleicht tatsächlich in unbeschadetem Zustand bei mir landet. Würde mich an der Stelle auf jeden Fall sehr interessieren, sollte irgendjemand meiner Empfehlung gefolgt sein und sich diese Edgar Wallace Gesamtedition auch bestellt haben, dann schreibt mir doch bitte einmal in die Kommentare, wie das Paket bei euch ankommt, weil ich denke mir, gerade zu einer Zeit, wo wir doch möglichst versuchen, unnötigen Plastikmüll zu vermeiden, ist das genau das Gegenteil von dem, was wir tun wollen, nämlich unnötigen Plastikmüll noch einmal außen auf den Karton drauf picken, weil ganz ehrlich, diese Rechnung oder dieser Lieferschein ist ja sowieso eigentlich relativ wertlos. Aber ich schaue da jetzt einfach einmal ins Paket hinein und what the fuck, Alter! Also ganz ehrlich, wenn ich schon sage, Amazon überrascht mich von Tag zu Tag aufs Neue, aber what the fuck? Und ich weiß, ich habe gerade vorher von unnötigem Plastikmüll gesprochen, aber das, was hier drinnen ist, ist definitiv kein unnötiger Plastikmüll, sondern sehr notwendiger Plastikmüll, um zu verhindern, dass aus dem Inhalt von dieser Box dann weiterhin Plastikmüll wird. Und das ist übrigens nicht nur irgendeine Luftpolsterfolie, sondern sogar eine abgeschlossene Luftpolstertasche, quasi eine Art Polsterbezug für Plastikfetischisten. Das ist ein Wahnsinn. Und ich kann mich eben nur erinnern, dass damals, wie ich dann die Game of Thrones Box von Amazon in Frankreich bestellt habe und die erste ja ohne irgendeinen Schutz angekommen ist und, well, auch genauso ausgeschaut hat und die zweite dann komplett überraschend mit hinreichendem Schutz dann, well, unbeschadet bei mir gelandet ist, hoffe ich jetzt halt eben einfach einmal, dass das auch auf diese Edition zutrifft und dass dieses Mal, ich meine, man muss ja wirklich echt sagen, da hat sich jemand bei Amazon so richtig ins Zeug gelegt und so wirklich verdammt gut verpackt, weil diese ganze Verpackung für, ich meine, ganz ehrlich, irgendwie finde ich es ja fast schon goldig putzig klein, was sich in dieser Kiste da versteckt hat. Aber wenn wir eben gerade einmal dran denken, wie die Lieferdienste mit den Sachen grundsätzlich gerne mal umgehen, ist mir das unfasslich recht, dass sie da vor allem eben im Inneren ein bisschen mehr von dem Plastik verwendet haben. Und ich muss ja tatsächlich dazu sagen, dass ich eben als jemand, der sehr viel bekomme, auch immer wieder dann gerne selber Dinge verschicken muss und tatsächlich solche Versandkartons beziehungsweise vor allem eben diese Plastikverpackungen ich mir tatsächlich in vielen Fällen dann einfach aufhebe, weil ich mir denke, ich werde sicher irgendwann einmal selber wieder was verschicken und kann eben genau in dem Fall mehr oder weniger Plastikmüll sparen, indem ich das Ganze dann halt einfach recycle. Aber das ist ja nicht geile Sache. Bin ich extrem gespannt auf eure Kommentare unter dem Video, wie diese Box eben bei euch ankommt. Und für diejenigen, die sich jetzt denken, warum hätte man diese alten Schinken jetzt genau kaufen sollen? Erstens, weil alte Schinken geil sind. Und ich muss echt sagen, ich kenne noch
viel zu wenig von den alten klassischen Edgar Wallace Filmen, teilweise mit Klaus Kinski, Joachim Fuchsberger und so weiter und so fort. Wirklich großartige deutsche Schauspieler mit an Bord. Einfach, das ist einfach deutscher Kinokult. Und deswegen möchte ich das Ganze unbedingt in meiner Sammlung haben und möchte hier nachschauen, dass auch hier eben wirklich die Filme komplett in meiner Sammlung sind. Es war ja ursprünglich bei den DVDs relativ kompliziert. Nein, da war es am Anfang noch recht kompliziert, weil das sind die Filme dann ursprünglich zuerst einmal rausgekommen. Dann gab es eine Komplettbox, dann haben sie halt... So scheiße, habe ich noch nicht. Aber dann haben sie jetzt eben mit den Blu-Rays angefangen und haben jetzt, nachdem sie damit fertig sind, dann auch eine Blu-Ray-Box gebracht. 34 Filme sind hier eben auf Blu-Ray enthalten. Das Einzige, was ich bei Universum Film oder Leonine, wie sie mittlerweile heißen, hier sehr, sehr schade finde, ist, dass es hier ein großes, fettes FSK-Logo auf dem Frontcover gibt, das nämlich tatsächlich sogar noch auf einem Partial Gloss Element pickt, und jetzt muss ich da aber extremst vorsichtig sein. Also ich würde fast sagen, wenn sich das jetzt da irgendwie in meiner vorsichtigen Behandlung querstellen möchte, dann würde ich da echt Safety First sagen. Ich lasse es einfach drauf, weil dass ich mir da jetzt wieder die Folie mit abziehe, möchte ich auf gar keinen Fall riskieren. Aber nein, ist man ja zuletzt erst beim Ghostbusters Legacy bzw. Afterlife Steelbook passiert. Aber in dem Fall kann ich echt Entwarnung geben, also zumindest auf meinem Teil hat sich dieser Sticker absolut makellos, absolut problemlos ablösen lassen. Das einzige kleine Problem ist natürlich eben immer wieder mit dem Fingernagel ein bisschen unter den Sticker zu kommen. Aber ja, da hat mich Amazon wieder einmal extrem überrascht und vor allem das, was bei mir bei Amazon sehr oft passiert, wahnsinnig positiv überrascht mit einer wirklich großartigen Verpackung und mit einer Box übrigens für diejenigen, weil ich glaube, ich habe es vergessen, dass ich es dazu sage, ich poste euch noch einmal den Link dazu in die Kommentare von dem Video, denn diese Box mit 34 Filmen und Blu-Rays und einer Bonus-DVD hat bei ihrer Veröffentlichung, ich glaube im Oktober 21, oder wirklich vor nicht allzu langer Zeit, ca. 200 € gekostet und ist mittlerweile um 50 €, um ein ganzes Viertel im Preis gefallen. Ich habe da eine um 150 Steine bekommen. Alle Ecken in perfektem Tip-Top-Zustand. Würde mich sehr interessieren, wie das Ding bei euch ankommt, aber ich bin mit meiner Box extrem happy.